Engel. Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 19. Denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite. Nur beachtet man's nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die Menschen fällt, wenn sie schlafen auf dem Bett, da öffnet er das Ohr der Menschen und schreckt sie auf und warnt sie, damit er den Menschen von seinem Vorhaben abwende und von ihm die Hoffnung tilge und bewahre seine Seele vor dem Verderben und seinen Leben vor dem des Todes Geschoss. Hiob Kapitel 33, Verse 14 bis 18. Im Auditorium Maximus brachten sich die Gemüter der anwesenden Bahn. Menschen und Engel sprangen auf, diskutierten, gestikulierten und redeten durcheinander. Die drei Richter erhoben sich mit undurchdringlichen Mienen und schickten sich an, den Saal durch die hintere Tür zu verlassen. Wilhelm Henrici drängte sich mit hochrotem Kopf an den Richtertisch und bekam Klaas von Frejung am Ärmel seiner Robe zu fassen. »Das nennt ihr Gerechtigkeit, Kardinal?« ereiferte er sich. »Ich nenne es himmelschreiendes Unrecht. Ihr lasst einen Schwerverbrecher aufgrund fadenscheiniger theologischer Argumente laufen. Nicht einen Zeugen habt ihr gehört. Ihr versündigt euch.« Von Frejung sah kühl hinab auf die Hand, die den Kardinals purpur umkrallt hielt. »Ihr vergesst euch, Prälat. Diese Verhandlung ist geschlossen.« Mit offenem Mund starrte der Ramelitz-Inquisitor ihn an. Er konnte nicht glauben, was er da eben erlebt hatte. Als sei alle Kraft aus seiner verbliebenen Hand gewichen, ließ er den Kardinal los. Dieser wandte sich stolz um und schritt hinaus, dicht gefolgt von Vermont Bredinski und Ud von Hatten. Im Hinausgehen wandte von Frejung sich an einen michaelitischen Engel, der die ganze Zeit neben der Tür gewartet hatte und zischte: »Du weißt, was zu tun ist, Turael.« Der Skripturaträger nickte mit steinerner Miene und schritt eilig von dannen. Thomasiel war vollkommen verwirrt. Das war alles viel schneller gegangen, als er erwartet hatte. Noch am Morgen hatte er den möglichen Verlauf des Prozesses mit seiner Schar besprochen und sie alle hatten mit stundenlangen Rededuellen, Anträgen und Gegenanträgen, Kreuzverhören und juristischen Winkelzügen gerechnet. Zuerst hatte der Konsistorialkardinal sogar angekündigt, ihn befragen zu wollen. Und nun? Keine flammenden Reden, keine langen Verhöre. Egal. Hauptsache, Carlyle war wieder frei. »Wir sollten zu ihm gehen«, schlug Baraliel vor. Sie drängten sich hinter den Rameliten her, zwischen den verschiedenen lebhaft diskutierenden Zuschauergruppen durch die Stufen hinunter, wurden aber bei ihrer Ankunft auf der unteren Ebene des Auditoriums von einigen Gerichtsdienern zurückgehalten. Der ehemalige Angeklagte braucht noch etwas Ruhe. Er muss sich sammeln, das seht ihr doch«, sagte einer der Männer. »Aber wir sind seine Schar«, rief Paliel, die Gabrielitin. Der Gerichtsdiener lächelte. »Ich verstehe. Dann freut ihr euch sicher, dass er von allen Vorwürfen reingewaschen ist. Wir werden ihm eure Zelle erweisen, sobald er sich imstande fühlt, zu euch zu kommen.« Damit gaben die fünf Engel sich zufrieden und zogen sich zurück. Inmitten all dessen saßen Hiob und Naldo von Malvi am Tisch des Angeklagten wie in einer Insel der Stille. Betreten sahen sie einander an. Schließlich brach Naldo das Schweigen. »Es ist vorbei, Hiob. Wir haben gewonnen.« »Damit habe ich nicht gerechnet«, erwiderte Hiob. »Ich auch nicht, ehrlich gesagt«, räumte Naldo ein. »Ich bin hungrig und Durst habe ich auch«, sagte Hiob nüchtern. »Und das dringende Gefühl, mich etwas ausruhen zu müssen. Meine Zelle im Vatikan war nicht gerade luxuriös.« Der flügellose Raguelit gestattete sich ein kleines Lächeln.
Der Templer, der die ganze Zeit über hinter ihnen gestanden hatte, beugte sich vor und sagte: »Engel, ich habe Anweisung, dich und den Advokaten 2 Stockwerke tiefer zu eskortieren. Dort gibt es ein kleines, wenig frequentiertes Refektorium, wo ihr abseits dieses Trubels etwas essen könnt, und auf derselben Ebene wird sicher auch eine Zelle aufzufinden sein, in der du ein paar Stunden ruhen kannst. Folge mir.« Hiob warf dem jungen Mann einen dankbaren Blick zu und folgte ihm durch eine kleine Seitentür, die von dem Gerichtsdiener bewacht wurde. Von dort führte er sie auf direktem Wege zur Herzleitung, wo die 3 eine Aufzugsplattform bestiegen und sich nach unten begaben. Im Handumdrehen stiegen sie 2 Stockwerke tiefer auf der Etage aus, von dem der Templer gesprochen hatte. »Ich kann leider nicht mitkommen, denn ich werde anderweitig gebraucht«, sagte der junge Michaelis Templer in entschuldigendem Tonfall. »Aber ihr könnt ihn gar nicht verfehlen. Folgt einfach dem Rundgang an der Herzleitung entlang, immer direkt am Schacht, und dort drüben, wenn ihr ihn zum einen guten Viertel umrundet habt, seht ihr dort den breiten Abzweig?« Naldo und Hiob folgten mit ihren Blicken seinem ausgestreckten Zeigefinger und nickten. »Den nehmt, und er wird euch ins Refektorium führen. Die Beginen dort können dir dann eine Ruhestätte zuweisen, Engel. Und nun entschuldigt mich, ich muss zum Dienst.« Eilig bestieg er die Aufzugsplattform und verschwand in der bodenlosen Tiefe des Schachts. »Na dann los«, sagte Naldo fröhlich. »Ich könnte auch eine Kleinigkeit zwischen die Zähne vertragen.« Hiob und Naldo machten sich auf den Weg, wobei vor allem der Advokat es tunlichst vermied, in den Schacht hinabzusehen. Schon der Gedanke an über 1 Kilometer freien Fall in die Tiefe jagte ihm Schauder über den Rücken. Sie waren noch keine 100 Meter gegangen, als aus einem Seitengang überraschend Kardinal von Freyung trat. »Ah, welch glücklicher Zufall«, ließ er sich vernehmen. Naldo kam es keineswegs wie ein Zufall vor. Er hatte fast den Eindruck, der Mann in Purpur habe hier auf sie gewartet. Aber er ließ sich nichts anmerken und sah von Freyung nur fragend an. »Auf ein Wort, Meister Naldo«, sagte der Kardinal leutselig und nickte geistesabwesend auch zu Hiob. »Ihr habt eure Sache heute wahrlich gut gemacht. Die Strategie, eurem wortgewandten Mandanten das Reden zu überlassen, hätte von mir stammen können. Ich muss etwas mit euch besprechen. Kommt, geht ein Stück mit mir.« Naldo fühlte sich von den Worten von Freyungs beinahe auf den Arm genommen, wagte es aber nicht, den mächtigen Kirchenfürsten das ins Gesicht zu sagen. Also machte er gute Miene zum bösen Spiel, als der Kardinal ihm gönnerhaft seinen Arm um die Schulter legte und in die Richtung zurückführte, aus der sie gerade gekommen waren. Über die Schulter rief er Hiob zu, »Geh ruhig schon einmal vor, Kaliel, ich werde gleich bei dir sein.« Achselzuckend wandte sich der Raguelit um, strebte dem Seitengang zum Refektorium entgegen. Es waren wenige Leute auf diesem Stockwerk unterwegs. Hiob begegnete auf seinem Weg allenfalls eine Handvoll Monarchen und Beginen. Umso mehr fiel ihm der Michaelit auf, der ihm auf halbem Wege entgegenkam. Er war hochgewachsen, seine Schwingen waren prachtvoll und er trug die Skriptura. Ohne zunächst zuordnen zu können, wo, war sich Hiob sicher, ihn da schon einmal gesehen zu haben. Der Michaelit drehte den Kopf ein wenig und alles in Hiob schrie Gefahr. Sein Körper versteifte sich, er war hin und her gerissen zwischen Flucht und Angriff. Er wusste nicht warum, aber er hatte panische Angst vor diesem Himmelsboten, der ihm da federnden Schrittes entgegenkam. Hiob war erfüllt von der vollkommenen Gewissheit, dass er sich in Todesgefahr befand, und wusste doch nicht, was zu tun war. Ihm war, als verginge die Zeit plötzlich unendlich langsam, als sei jede Bewegung, jeder Gedanke wie ein Flügelschlag in geschmolzenem Blei. Dann, ehe Hiob reagieren konnte, war der Michaelit heran und vorbei. Im Vorübergehen aber drehte er den Kopf zu Hiob. Die Andeutung eines Lächelns lag auf seinem Gesicht. Er sagte nur 2 Worte. »Spring, Kaliel.« »Spring schon, Calvin.
Hab doch keine Angst. Die Stimme seiner Mutter. Mutter. Spring doch, Kaliel. Du wirst sehen, deine Flügel tragen dich. Sein Mentor im Flugunterricht, ein Urelit. Dann wieder seine Mutter. Sie sind doch fort, Calvin. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Ich bin hier und fange dich auf, wenn du springst. Keine Angst mehr. Keine Angst mehr. Und Hiob, der gefallene Engel. Kaliel, der Ragolit. Calvin, der Knabe aus dem kleinen Dorf. Sprang. Hiob flog ein letztes Mal. Der Schrei Naldus von Malvi, der zu spät versuchte, ihn zurückzureißen, klang seltsam verzerrt in seinen Ohren. Dann raste er dem Erdboden entgegen. Die Flugplattformen, die er unterwegs streifte, spürte er nicht.